Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich mache heute ein wunderschönes Landschaftsbild hier am Walchensee. Hinter mir ist der Herzogstand zu sehen und das Bild möchte ich heute einfangen. Ich bin hier um den Walchensee jetzt eine gute Zeit gelaufen, um hier an diesem Uferabschnitt was ganz Besonderes zu entdecken, weil es war gar nicht so easy. Es liegt ja so viel Schnee, das Ufer ist eigentlich komplett eingeschneit, aber hier geht es schön flach runter zum Ufer und da gibt es so ein paar Steine im Wasser, die ein toller Vordergrund sein könnten. Das probiere ich jetzt aus. Ich stampfe jetzt hier durch den Schnee runter und mache das Bild. Ich freue mich echt voll, dass das klappt. Die Bergspitzen werden nämlich gleich angeleuchtet. Gleich ist es soweit. Wuhu! Der Steinhaufen, von dem ich gerade sprach, ist genau jetzt hier vor mir. Also von der Straße ist man hier wirklich gerade mal 10 Meter weg. Kann hier direkt schön ran ans Ufer. Jetzt mache ich das erste Bild mal aus der Hand, aus der Position von weiter unten. Macht es keinen Sinn, weil dann glänzt der See nicht so richtig. Von hier oben sieht es viel, viel schöner aus. Ich fokussiere jetzt den Berg an. Boom. Cooles Bild. Das nächste Foto wird eine Langzeitbelichtung sein. Da brauche ich mein Stativ dafür. Und jetzt gehe ich wie folgt vor. Bevor ich hier einen Filter drauf schraube, setze ich den Fokus. Check den nochmal manuell. Das ist super scharf, das ist sehr, sehr schön so. Die Kamera ist auch gut in der Waage ausgerichtet. Die Bergspitzen sind im oberen Drittel zu sehen. Das heißt, ich habe den See jetzt hier komplett mittig am Horizont. Sieht gut aus. Jetzt kann ich hier meine ISO schön runterfahren. Auf ISO 100. Die Blende werde ich auch ein bisschen mehr schließen. Auf F7, F8. Und jetzt kommt vorne ein schöner ND-Filter drauf und ein Verlaufsfilter. Jetzt werden auch die Bergspitzen schon angeleuchtet. Jetzt muss ich mich tatsächlich beeilen. Um hier einen Filter drauf zu spannen, nehme ich meinen Nisi V6. Der hat hier bei mir einen eingesetzten Polfilter drauf. Boah, es ist ja alles gefroren. Aber okay, Gewinde funktioniert, Gott sei Dank. Ich muss halt hier jetzt aufpassen, dass ich den Fokusring nicht berühre, weil sonst hätte ich ein Problem. Als nächstes, weil wir jetzt Sonnenaufgang haben, verwende ich den 1,8er ND-Filter, also den 64-fachen, der reicht mir völlig aus. Dann spanne ich hier vorne rein. So, jetzt muss ich hier ein bisschen nachkorrigieren. Ich habe keinen Fernauslöser dabei. Deswegen gehe ich jetzt maximal auf 30 Sekunden Belichtungszeit. Stelle hier noch meine 2 Sekunden Selbstauslöser ein. So, jetzt drehe ich den Polfilter noch ein bisschen, dass das Wasser nicht ganz so weiß daherkommt und dass die Reflexion so ein bisschen aus dem Wasser rausgenommen wird. Ich werde auch die ISO noch ein bisschen anheben auf ISO 400 und wähle jetzt hier so, was weiß ich, ein 5er Blende auf 30 Sekunden. So, das ist jetzt das erste Bild. Und ich bin auch total froh, hier im Dunkel hergelaufen zu sein, weil das schönste Licht ist halt genau jetzt, wenn der Berg angestrahlt wird. Das ist einfach ein klares, schönes Licht. Ich habe auch so eine leichte Wolkenformation, so Schleierwolken über den Berg, das sieht einfach gut aus. Einfach cool. Sehr, sehr gut. Wow. Durch den Polfilter kann ich auch tatsächlich hier die Steine im Uferbereich erkennen. Sieht ganz gut aus. Und es ist tatsächlich gar nicht so easy, hier irgendeinen schönen Vordergrund zu finden. Jetzt habe ich hier nochmal einen schneebedeckten Stein gefunden. Das könnte ein mögliches Motiv sein. Für mich macht es jetzt zum Beispiel auch keinen Sinn, hier in den Schnee reinzugehen, um diese Schneefläche mit aufzunehmen. Die hat keine Struktur, keine Aussage für mich.
Da ist kein Hingucker. Deswegen habe ich jetzt mal meine Kamera hier sehr bodennah aufgebaut. Habe hier auf die Spitze dieses Steines fokussiert. Dadurch, dass ich möchte, dass der Berg auch einigermaßen scharf ist, wähle ich hier eine 16er Blende. Schauen wir es gleich mal an. Ja, sieht gut aus. Spiegelglatt, da brauche ich jetzt gar keinen D-Filter dafür. Nochmal schnell Bildcheck. Ist der Stein auch wirklich scharf? Ja, bockscharf. Und der Berg hinter mir auch. Sehr schön. Alles in allem finde ich es unheimlich schwierig, hier ein vernünftiges Bild hinzukriegen. Weil Schnee kann schön sein, aber in Verbindung Schnee, Steine, Wasser funktioniert es nicht so richtig. Ich muss mich tatsächlich nur auf das Wasser konzentrieren, auf den Vordergrund im Wasser und auf den Berg. Ich finde es echt heftig, da den Schnee mit einzubinden. So, aber ich lasse nicht locker. Ich möchte, ich habe jetzt gesehen, die Wolken verfärben sich gerade schön ins Orange, ins Rote über dem Berg. Dafür habe ich jetzt den ND-Filter vorne reingespannt, um diese Konturen von den Wolken noch ein bisschen besser rauszuheben oder rausheben zu können. Dieser kleine Stein könnte ein mögliches Motiv sein. Auf den fokussiere ich hier an, mache das Bild auf einer 8er Blende, shoote das Bild. Wow, da drüben habe ich jetzt gerade einen roten Himmel. Nice. So, und da vorne habe ich schöne rote Wolken. Die nehme ich auch mit auf, obwohl Bildkomposition da drüben noch super schwer sein wird. Schaut schon fast wie eine Eisfläche hier aus. Ich möchte es doch nicht unversucht lassen, das Ufer hier irgendwie mit einzubinden. Und da suchen wir jetzt hier diesen Uferabschnitt aus. Lass den irgendwie auch in die Ecke hier zulaufen bei dem Bild. Macht das jetzt 10 Sekunden lang mit einer Leuna Blende. Könnte ja doch was werden. Ne? Ich zumindest einmal Ufer mit drauf, bevor es gleich zum Wasserfall geht. Oh, meine Füße sind gerade eingefroren. Fußzehen, ich spüre sie kaum. So, mit meinen Bildern bin ich jetzt hier am Ufer durch. Ich werde jetzt hier mit meinem Kollegen, mit dem Flo, der mich da begleitet, noch zu einem Wasserfall hier ganz in der Nähe fahren. Und der Flo versucht da vorne sein Glück. Ja, Flo, du hast jetzt die Bilder da vorne gemacht. Richtig. Wie ist es gelaufen? Naja, also der Himmel war ja am Ende dann relativ schön, aber so am Anfang vor allem war es ein bisschen schwierig. Das Ufer gibt jetzt nicht ganz so viel her, ja. Hast du ja auch schon bemerkt. Fandest du es auch schwierig, oder? Mit dem Schnee. Also wir sind ja hierher gekommen, weil der Flo kennt hier einen echt guten Spot. Da gibt es einen ganz schönen Uferabschnitt, den man jetzt leider nicht sieht, mit diesen schönen Steinformationen. Aber die sind halt jetzt mal mit 30 cm Schnee bedeckt. Genau, ja. Und dann gibt es halt einfach nicht so viel her, weil dann ist es eher glatt als schön kantig, sag ich mal. Und
Ja, also es war trotzdem cool. Die Zehen sind durchgefroren, die Hände auch. Es hat sich schon gelohnt. Aber mal gucken, was jetzt am Ende rauskommt. Mit welcher Kamera hast du heute fotografiert? Ich habe eine Sony Alpha 6000, also nur eine kleine APS-C, so für den Einstieg, sage ich mal. Aber ich habe gesehen, du hast auch mit Filtern rumhantiert, ne? Genau, ja, in der Hoffnung, dass es ein bisschen was rausreißt. Mal schauen. Genau. Gut, cool. Na, jetzt laufen wir zum Auto, wärmen uns ganz kurz auf und gehen zum Wasserfall. Der dürfte jetzt auch im Licht sein. So machen wir's. Und dann schauen wir uns gleich am Wasser, wieder mal am Wasserfall. Bis gleich. Mal zu einem ganz, ganz kleinen Wasserfall. Bin ganz gespannt, ob da überhaupt Wasser fließt, aber ich kann ihn schon hören. Da ist der Wasserfall, cool. Wow, klein, aber fein, Leute. Da ich jetzt das 14mm Objektiv eh schon drauf habe, mache ich dieses Bild aus der Hand. Hier kann ich keine Langzeitbelichtung machen, weil ich habe einfach keinen Filteraufsatz und keinen Filterhalter für dieses Objektiv. Spezielles Objektiv. Man kriegt alles drauf, aber wie gesagt, Langzeitbelichtungen sind ohne weiteres nicht so möglich. Aber jetzt probiere ich das erstmal aus. Einfach so, so hat man zumindest die Fließgeschwindigkeit oder die Bewegung im Wasser mit dem Objektiv. Das schaut schon geil aus. Diese Felsformationen hier, die sehen echt gut aus. Lecco mio. Wow, Leute. Auch mal von unten. Ich suche mir jetzt hier den Spot aus. Und zwar gehe ich jetzt hier in M, Flexible Spot M. Und dann kann ich das Viereck, das sieht man jetzt leider nicht, aber hier kann ich mir schön auf die Mitte oder so legen. Seht ihr das? Ah, Moment. So würde ich es jetzt machen. Vielleicht geht's. Hier bietet es sich tatsächlich an, mal mit diesem Objektiv im Querformat und auch im Hochformat zu fotografieren. Und von hier unten hat es einen ganz geilen Look, Leute. Fokussiere auf den Wasserfall. Wow, mal so, jetzt habe ich hier diesen Stein noch im Bild, das sieht auch toll aus. Aber dahin kommt man jetzt nicht ohne weiteres, ohne nass zu werden. Jetzt machen wir das Ganze doch mal mit einer Langzeitbelichtung auf 16 mm. Um eine Langzeitbelichtung anzufertigen, schraube ich hier wieder mal meinen Nisi Filterhalter drauf. Hier achte ich jetzt drauf, dass ich wirklich exakt in der Mitte stehe, dass der Wasserfall meinen Mittelpunkt darstellt. Jetzt muss ich die ISO nochmal auf ISO 100 runterdrehen. Und belichte hier mal so 8 Sekunden, 6 Sekunden, 6 Sekunden circa, das macht Sinn. Okay, und jetzt mal im Hochformat, mal schauen, wie das wirkt. Ich bin jetzt ganz neugierig. Genau dieselbe Nummer. Da hätten wir das. So, jetzt fokussiere ich auf den Wasserfall und wähle eine, sagen wir mal, 6-7er Blende, sowas. Super nice. Echt nice.
Also mir ist jetzt aufgefallen, bei den super Weitwinkelbildern habe ich ab und zu auch mal da oben das Felsloch fotografiert. Das fand ich jetzt nicht so schön, weil es einfach nur weiß daherkommt. Wenn man sich nur auf den Wasserfall konzentriert, auf den Wasserlauf und hier auf das Becken, ist das Bild viel, viel schöner und viel interessanter. Ach, märchenhaft hier. So Leute, mit diesen schönen Bildern vom Wasserfall verabschiede ich mich von euch. Es hat mir super viel Spaß gemacht, hier jetzt speziell zu fotografieren, weil ich nie erwartet hätte, dass so ein Naturjuwel hier direkt neben der Hauptstraße steht. Von vorne, von der Brücke, sieht es nach nichts aus, aber wenn man hier am Spot ist und schön weitwinklig fotografiert, boah, wird es ein Bam-Bild. Das Coole ist, man ist hier nicht auf Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang angewiesen. Hier ist immer recht hiesig, dunkel, aber es macht echt Spaß und Sinn, mal hierher zu kommen. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Sigi in der Nähe vom Herzogstand. Bye bye, ciao.